erstmal Platz. Sie brauchen nicht nervös zu sein. Das ist eine reine Routinebefragung hier. Ja? Okay. Ich war noch nie bei der Polizei. Und Sie dürfen ruhig du zu mir sagen. Ja. Vielleicht kannst du deiner Freundin ja helfen. Jedes Detail kann für uns wichtig sein. Fangen wir erstmal an. Erzähl mir, was gestern Morgen passiert ist. Ich habe so wie immer bei dem kleinen Kiosk am Müllerweg auf Sie gewartet. Aber sie ist nicht gekommen. Und ich dachte, vielleicht ist sie krank oder so. Ja, was hast du dann gemacht? Dann bin ich losgefahren, um nicht zu spät zur Schule zu kommen. Hast du sie gar nicht angerufen oder so? Doch, klar, natürlich habe ich sie angerufen, aber sie ist nicht rangegangen. Hatte Isabel oder hat Isabel irgendwelche Probleme? Nee, eigentlich gar nicht. Was denn für Probleme? Naja, zu Hause Streit mit den Eltern oder sowas. Ach so, ja, doch, Isas Eltern streiten andauernd. Das ist wirklich blöd für sie. Aber glauben Sie auch, dass der Nachbar etwas mit dem Verschwinden zu tun hat? Hat sie dir von ihm erzählt? Ja, sie hat ja Nachhilfe bei ihm bekommen und eigentlich ist er wirklich nett. Nett? Ja, der ist locker und der behandelt einen wie einen Erwachsenen. Er ist überhaupt kein Spießer oder sowas. Das heißt, du hast ihn auch schon mal kennengelernt? Ja, ich war mal mit Isa dort. Heimlich natürlich. Sonst wäre ihr Vater ausgerastet. Er glaubt, er ist ein Kinderschänder oder sowas. Völlig albern. Und wie oft hat Isabel ihn gesehen? So genau weiß ich es nicht. Aber ich würde schätzen, dass sie einmal die Woche dort war. Okay. Ja. Fällt dir vielleicht noch irgendwas ein, was wichtig sein könnte für uns? Nee. Gut. Meine Karte hast du ja. Wenn du irgendwas von Isabel hörst, dann melde dich bitte, ja? Okay. Also, find's ja raus. Tschüss. Ciao. Tschüss. Wir haben das Handy von Isabel geortet. Was denn? Welcher Entführer ist denn so blöd und schaltet das Handy wieder ein? Wo habt ihr es geortet? In der Nähe einer Kleingartenkolonie. Alex und Gerrit sind unterwegs. Sind Sie der Verwalter? Ja. Ihre Kollegen meinen, ich sollte einen Lageplan mitbringen von der Anlage hier. Darf ich mal? Ja, freu dich. Gerrit, guck mal. Hier. Der Lübcke hat hier eine Laube. 42. Wo finden wir die Laube 42 jetzt? Wenn Sie hier gleich jetzt nach links rüberlaufen hier und dann gleich noch mal links. Alles klar. Bleiben Sie bitte hier. Ja. Hier. Hier. Alex. Können Sie mir erklären, wie Isabels Sachen in Ihre Schrebergartenhütte kommen? Was? Ja, wissen Sie, wo das Mädchen ist? Moment, ich verstehe nicht. Hören Sie, ich weiß auch nicht, wie Ihre Sachen dahin gekommen sind. Was ist? Die Junge, stimmt doch nicht, Gerrit. Wenn Lübcke das Mädchen wirklich entführt hat, warum hat Isabel dann Wechselklamotten mitgenommen? Und warum hat er ihr das Handy hier gelassen? Hier, das gibt's nicht. 14 verpasste Anrufe von ihrer Freundin Jana in den letzten 30 Minuten. Und vor etwas über einer halben Stunde haben die beiden das letzte Mal telefoniert. Da war sie bei uns im KF. Und die hat uns die ganze Zeit angelogen. Und dann haben die sich auch reichlich SMS geschrieben. Die letzte kurz nach dem Telefonat. Lass mich in Ruhe. Es hat doch alles keinen Sinn mehr. Meine Eltern werden das nie verstehen. Ich kann nicht mehr. Gott, hoffentlich tut die sich nichts an. Leute! Seht euch mal in der Gegend hier ein bisschen um. Die Kleine könnte noch in der Nähe sein. Ich rufe jetzt erstmal Robert an. Der soll sich um die Freundin kümmern und den Eltern Bescheid geben. Ja, Robert, ich bin's.
Also pass auf, es kann sein, dass Isabel freiwillig abgehauen ist. Und ihre Freundin Jana wusste die ganze Zeit Bescheid. Na, ja, wir wissen nicht, wo sie ist. Wir hoffen nur, dass sie sich nichts antut. Lies das mal. Warte mal kurz, Robert. Sie haben sich schon wieder gestritten. Na, hier, hör dir das mal an. Wenn das so weitergeht, dann hau ich ab und komm nicht mehr wieder. Dann muss ich das alles hier nicht mehr ertragen. Hören Sie, Isabel ist ein sehr melancholisches und sensibles Mädchen. Sie hat sehr unter den Streitereien ihrer Eltern gelitten. Und die drohende Scheidung, die hat sie auch nicht gerade weggesteckt. Sie ist manchmal zu mir gekommen, um sich ihr Herz auszuschütten. Sie hat mir vertraut. Ich habe gerade mit Alex telefoniert. Das Mädchen war ganz offensichtlich freiwillig im Schrebergartenhäuschen. Aber jetzt ist sie weg. Die Kollegen haben noch ein Tagebuch in der Hütte gefunden. Sie sind gerade dabei, es auszuwerten. Wenn sie was gefunden haben, melden sie sich. Ja, was ist denn jetzt mit dem Schrebergarten? Wie kommt das Mädchen in ihre Hütte? Ich habe Isabel mal davon erzählt, dass ich die Hütte von meinen Eltern geerbt hatte. Daher weiß sie davon. Der Schlüssel. Der Schlüssel hängt immer am Schlüsselbrett. Wahrscheinlich hat sie den Schlüssel geklaut. Haben Sie eine Ahnung, wo sie jetzt hingegangen sein könnte? Ich weiß es nicht, es tut mir leid. Die beste Freundin von Isabel wusste die ganze Zeit, wo sie steckt. Vielleicht weiß sie auch, wo sie jetzt ist. Sie ist auf dem Weg hierher. Mensch, Jana, warum hast du uns angelogen? Du hättest uns sagen müssen, dass du die ganze Zeit Kontakt zu Isabel hattest. Sie ist verschwunden. Sie ist nicht mehr in der Hütte. Mann, du hast doch selbst die SMS gelesen. Du! Ich will jetzt sofort wissen, wo Isabel ist. Sag mal, was denkst du dir eigentlich dabei? So ein Schwachsinn. Ihr seid doch keine Kinder mehr. Ganz ruhig. Aber Isa ist doch von selbst weggelaufen. Sie hat gehofft, dass ihre Eltern durch ihr Verschwinden wieder zusammenkommen und sich nicht scheiden lassen. Was? Sie ist wegen uns weggelaufen? Ja. Habt ihr das zusammen geplant? Ja. Isa war so fertig, dass ihre Eltern sich scheiden lassen wollen. Und ich fand die Idee auch gut. Aber nachdem ich heute hier war und jetzt auch noch der Dieter mit reingezogen worden ist, da habe ich mir das anders überlegt. Wir haben telefoniert. Und ich wollte, dass Isa zurückkommt, wegen dem ganzen Ärger. Sie ist dann durchgedreht. Sie hat gesagt, sie könnte mir nicht mehr vertrauen. Und dann hat sie einfach aufgelegt. Jana, Liebes, wo ist Isabel? Bitte sag es uns, wir sind nicht böse, ich verspreche es dir. Ich weiß es doch selber nicht. Sie hat mir nur eine SMS geschrieben, dass alles keinen Sinn mehr macht. Und seitdem habe ich sie nicht mehr erreicht. Es ist alles unsere Schuld, weil wir uns nur noch gestritten haben. Ich habe sie im Stich gelassen. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz rangehen, ja. Alle Sekunde. So, Alex, schieß los. Was gibt's? Hier, hör dir das an. Ich könnte ja noch zu Dieter, dem vertraue ich. Er versteht mich und er baut mich immer wieder auf, wenn es mir nicht gut geht. Gibt's irgendwelche Einträge zu sexuellen Handlungen zwischen Isabel und Lübke? Nein, überhaupt nicht. Es geht die ganze Zeit um den Streit zwischen den Eltern. Ja, und dem Lübke scheint sie zu vertrauen. Also Isabel musste aus der Hütte raus, weil sie dachte, ihre Freundin Jana verpfeift sie. Ja, vielleicht ist sie zu Lübke, also zu ihm nach Hause. Guck doch da mal nach. Ja, haben wir auch vor. Alles klar, bis nachher. Gerrit, hast du noch was gefunden? Nee, wir können los. Dann lass uns. Bist du ja, Mensch. Kannst du aufstehen? Du brauchst keine Angst zu haben, wir sind von der Polizei. Deine Eltern machen sich große Sorgen. Ach, die sind so damit beschäftigt, sich scheiden zu lassen. Alles andere ist denen doch egal. Weißt du eigentlich, was du da angerichtet hast? Wir haben die ganze Zeit nach dir gesucht. Deine Eltern sind total fertig. Und Dieter Lübke stand im Verdacht, irgendwas mit deinem Verschwinden zu tun zu haben. Was? Das ist doch Blödsinn. Das wollte ich nicht. Isabel! Isa! Hier ist sie.
Ja. Isabel! Gott sei Dank, geht es dir gut? Dir ist nichts passiert. Ich wollte doch nur, dass ihr wieder zusammenkommt. Ja. Isa, wir gehen jetzt nach Hause und besprechen zu Hause alles in Ruhe, okay? Mhm.